Hallo, heute geht es um den Einbau des Short Reset Triggers bei der SIG Sauer X5 Allround. Das ist derselbe, der in der neuen LDC verbaut ist. Ich habe versucht, das Ganze beim Einbau zu filmen. Das funktioniert allerdings nur recht bescheiden und man kann kaum was erkennen. Es gibt allerdings auch ein gutes oder mehrere Videos in Englisch schon, wie zu verfahren ist. Ich möchte es gerne trotzdem hier einmal zeigen. Der Einbau ist wirklich nicht sonderlich schwierig. Ihr müsst hier diesen kleinen Stift nach einer Seite rausdrücken. Ich habe ihn von der anderen Seite rausgedrückt. Nicht ganz, ja, damit dieses Teil hier oben, was auch damit gehalten wird, nicht verloren geht. Dann habt ihr hier auf dieser Seite, hier sieht man einmal dieses schmale Edelstahlteil. Das kann nicht verloren gehen, es dreht sich nur ein bisschen. Diese Feder, die ihr hier erkennen könnt, diese hier, die muss hier einmal ausgehangen werden, bevor man überhaupt loslegt. Und dann, wie gesagt, von der einen Seite diesen Stift rausdrücken mit einem Durchtreiber oder einem schmalen Torx-Schlüssel. Und dann kann man diese beiden Teile hier entnehmen, beziehungsweise die fallen von ganz alleine raus. Das sind schon die alten Teile von dem alten Triggersatz. Ne, die neuen sehen etwas anders aus. Zumindest das hier ist deutlich anders. Das ist hier verlängert an dieser Seite bis hier unten hin. Beim Einbauen muss dieses Teil dann hier so rum reingelegt werden. Das ergibt sich aber schon durch dieses Loch, was hier vorhanden ist. Wird hier eingelegt. Das ist dann ein bisschen fummelig. Tut dann die Stange, die hier auf der Seite rauskommt, wieder ein klein bisschen reinschieben, dass ihr das nicht verliert. Vergesst nicht, diese Feder wieder einzulegen. Tut die Stange noch ein kleines Stückchen weiter reindrücken und fummelt dann dieses Teil hinein. Genau andersrum. Ja, wie gesagt, das andere Teil ist etwas länger. Es passt eigentlich auch nur in einer Richtung vernünftig rein. Das muss dann genau zwischen diese Edelstahlplatte. Die liegt an der Waffe an und genau zwischen dem Teil, was ihr eingesetzt habt, und der Edelstahlplatte kommt dann dieses Teil hinein. Wenn ihr dann den Bolzen oder Stange, wie ich es gerade genannt habe, komplett durchgeschoben habt, dann könnt ihr hier die Feder wieder runterdrücken und hinter diesen Bolzen auf Spannung bringen. Das Ganze mit dem Short Reset Trigger funktioniert dann so. Man merkt da erstmal nichts von. Ich setze mal den Verschluss der Waffe auf, um es zu demonstrieren. Wenn man den ersten Schuss abgefeuert hat, ne, schnellt der Verschluss nach hinten. Und jetzt kommt das Interessante. Da. Das sind 1,5 mm, bis der nächste Schuss wieder abgegeben werden kann. Das gleiche nochmal. Zack, da ist es und funktioniert. Bei dem Originaltrigger hat es so ausgesehen, dass ihr immer diesen kompletten Weg zu überwinden hattet. Ja, das ist ein knapper Zentimeter, um den nächsten Schuss abzugeben. Auch wenn die Waffe repetiert hat, man musste bis hier vorne zurück und da gab es auch erst das kleine Klackgeräusch. Jetzt ist es halt so, dass ihr sofort nach 1,5 mm den nächsten Schuss abgeben könnt. Danke fürs Zuhören, viel Spaß beim Einbau.